Du bist ein Girl Dog. Danke, dass du das gemerkt hast. Schnapp ihn dir, Rico. Okay, da war gar kein Rico. Lass mich los. Los, Wendell. Wer ist Wendell? Tu nicht so dumm. Euer Anführer. Noch nie von ihm gehört. Ach, ich bitte dich. Eure Gang zieht nach wie nach quer durchs Wellbeer und verunstaltet Gebäude. Und jetzt nimm deine Hände auf den Rücken. Du bist so ein Herbert. Quatsch, ich bin kein Herbert. Was ist ein Herbert? Ein Trottel. Jemand, der voll lahm ist. Jemand, der nicht kapiert, wofür die Waldogs stehen, nämlich künstlerischen Widerstand. Herbert! Oder vielleicht bist du bloß ein Freak, der nachts durch die Stadt rennt in dunklen Klamotten und einer doofen Maske und albernes Zeug anwendet, sprayt, weil du ein Loser bist. Tut mir leid, nicht doch. Ich hab das nicht so gemeint. Nicht doch. Nicht weinen. Hey, was zum... Ach, verflixt. Also gut, ich geh dann mal. Hoffe, du vermisst mich nicht zu sehr. Oder den Handschellenschlüssel. Das ist noch nicht vorbei. Du kannst jetzt weglaufen, aber früher oder später werde ich dich garantiert finden. Schön, dann mach ich's dir mal leicht. Du triffst mich morgen Nacht, genau um Mitternacht, direkt unter dem Swerview-Schild. Und komm alleine. Alleine? Hey, was hast du? Nein, du wirst doch wohl nicht nein, bitte. Ist doch besser, als sich mit mir zu streiten. Nein! Möglicherweise. Irgendwie, aber kann ich nicht genau sagen. Mach's erst nochmal. Vielleicht mache ich das morgen Nacht, wenn du wirklich allein kommst. Aber ich... Bye, Herbert. Du bist allein gekommen, oder? Ja, ich bin allein. Gut zu wissen. Hey, ich kenne auch nicht mal deinen Namen. Dann versuch ihn zu erraten. Kriegst einen Tipp. Ich heiße Veronica. Der Tipp ist ziemlich eindeutig, Veronica. Was soll ich damit? Los, wir verschönern das Worldview-Schild. Was? Nein, bist du verrückt? Bist du etwa wirklich ein Herbert? Ich bin kein Herbert. Das Schild ist Eigentum der Stadt und ich werde nicht zulassen, dass du damit was Illegales machst. Oh, du denkst, über irgendwas Illegales muss es gleich falsch sein? Ja. Ich bin Künstlerin. Die Waldogs sind Künstler. Magst du etwa keine Künstler? Doch. Aber warum soll ganz Swellview gezwungen sein, sich eure Kunst anzugucken? Warum soll ich gezwungen sein, mir Riesenreklametafeln für Zeugs anzugucken, was ich überhaupt nicht brauche? Wie Windeln und Anwälte. Vielleicht gibt's Anwälte, die Windeln brauchen. Keine Ahnung. Am besten, wir küssen uns einfach. Ach, es tut mir wahnsinnig leid, aber heute Abend sind wir ausgebucht. Es ist kein Tisch mehr frei. Madame Präsidentin. Oh, sorry, ich habe Sie nicht gesehen, weil ich gerade telefoniert habe mit der Präsidentin. Wow, genau. Okay. Wir möchten gerne in dieses unterirdische Restaurant. Und wir haben reserviert auf Charlotte Page. Gut, Moment. Da steht's. Und dann steht da auch noch, dass hier irgendjemand Geburtstag feiern kann. Nicht mein. Ich habe auch nicht Geburtstag. Wer Geburtstag hat, bekommt ein Dessert umsonst. Oh, na dann habe ich Geburtstag. Das finde ich gut, Sir. Na, er hat's geschneit. Gut. Nein. Kommen Sie hier entlang. Ich spiele sanfte Melodien, um gute Trinkgelder zu bekommen. Es wird aber nur eine Person bezahlen. Das ist nicht einfach nur eine Person. Er ist doch prominent. Das verstehst du nicht, Kleiner. Wow. Der Fahrstuhl sollte repariert werden. Daran gewöhnt man sich. Also wer hier arbeitet, aber das betrifft mich nicht. Sie, mein Klavier. Hört sich super an. Ich finde Jams ganz toll. Moneten sagen mehr als Worte. Wir haben den Tisch hier vorn für Sie reserviert. Danke.
sag mal, wie heißt das hier? Es heißt Food. Klingt dumm. Wirklich? Auch wenn ich sage, dass Food mit einem U geschrieben wird. Und auf dem U sind zwei Punkte. Ja, das ist cool. Da zwei Punkte auf das U draufzusetzen. Er hat es geschnallt. Er hat's geschnallt. Oh Mann, ist das toll hier. Irgendwie so privat. Das stimmt. Ganz egal, wo du bist, überall wirst du angestarrt. Ja. Hier ist es wirklich schön. Nur wir zwei sind hier. Und die drei da drüben. Aha. Solltet ihr nicht langsam den nächsten Gang vorbereiten? Essen ist im Ofen. Ja, alles gut. Wir machen gerade Pause. Hi, Freunde. Hey, Kleines. Hi. Willkommen Wie zurück. Wie geht's im Badezimmer? Kann es sein, dass ihr gerade über mich redet? Ich finde sowas wirklich unhöflich, aber Mika hat gesagt, du hast es heute voll verbockt. Ihr wolltet dich eliminieren. Wer soll es ihm übel nehmen? Der Verbrecher ist entwischt und es war alles meine Schuld. Na dann, ihr habt sie gehört. Oh, ich weiß, wie ich es wieder gut machen kann. Wer hat Hunger? Ich hab Hunger. Dann steht's fest, ich gehe zu Hippopüree und hol uns für unsere Bauchis ein bisschen Mamphi. Einverstanden? Gut, ich gehe dann mal. Textet mir, was du ihr wollt. Du hast doch kein Telefon. Bye. Was für unsere Bauchis? Mamphis? Ganz klar ist sie besessen von Finny Winks, der Feenprinzessin der Süßheit. Klassische Finny Winks. Sie will alle Bösen in Liebe verwandeln. Ihre Lockstoffwerte sind aus der Norm. Verständlich, Schwarz. Ich spreche doch verständlich. Lockstoffe sind Pheromone, die ansteigen, wenn du in jemanden verliebt bist. Das heißt, Chepa ist glücklich, weil sie verliebt ist? Hm? Nein, sie ist glücklich, weil sie sehr, sehr verliebt ist. Oh. Hi, tut mir leid, dass ich Sie beim Pürieren störe, aber ich suche nach Creston, weil meine Freundin sehr, sehr verliebt in ihn ist. Und ich muss ihm sagen, dass er das auf jeden Fall... Was ist denn los? Was macht ihr denn hier? Ist das Creston? Das ist er ganz sicher. Hey Corden, meine Haare sind müde. Ich mach kurz Pause, ja? Und jetzt verschwindet von hier. Nein! Solange du in Creston sehr, sehr verliebt bist, wirst du nicht wütend genug, um deine Kräfte zu benutzen. Und? Und ich versuche, dass du deine Kräfte wiederbekommst. Und wenn ich Glück habe, kriege ich Crestons Nummer. Was? Niemals. Ich habe ihn zuerst gesehen. Das bedeutet nicht, dass du ihn besitzt. Ja, Creston sollte seinen Schatz selbst wählen. Seid ihr jetzt auch sehr, sehr verliebt in ihn? Pass auf, ich will kein großes Ding draus machen. Aber ich fühle, dass Creston und ich eine Verbindung haben. Der Typ bringt's voll und ich bin bereit für eine Lieferung. Irgendwie schafft er es, das weiche Haar und Grübchen gut aussehen. Ich hatte 50 Smoothies in den letzten 4 Tagen wegen dieses Jungen. Jetzt macht, dass ihr hier rauskommt und lasst mich und meinen Creston in Ruhe. Ja doch, deswegen bin ich hier. Deswegen mache ich auch Sport. Halt die Klappe, Löwe! Ich bin hier gerade beschäftigt. Oh, Gott sei Dank, es war nur ein Traum. Was war nur ein Traum? Lippen! Wie bitte? Du träumst von Lippen? Riesen!
süßen Lippen, nicht deine, die mich durch einen Flur voll Popcorn jagen. Du warst nicht da, lass mich in Ruhe. In deinem Gesicht ist ein Handy. Da mache ich mein Handy hin, wenn ich schlafe. Wo willst du denn hin? Ich will es mit Zunge. Ich will frische Luft für die Lunge. Ich küsse dich nachher. Hm? Ich meine, ich sehe dich nachher. Wo ist denn nur der Fahrstuhl? Hallo, Charlotte. Du siehst furchtbar aus. Ja, ich hab auch nicht geschlafen. Wieso nicht? Das ist so eine gewisse Sache und ich kann nur mit einem Mädchen drüber reden. Aber irgendwie sind alle in meinem Leben nur Jungs. Was ist mit mir, Charlotte? Bin ich kein Mädchen? Doch, deshalb bin ich hier. Ich hab Äpfel für uns, erzähl. Ich hab da diesen Traum und von dem kriege ich Panikattacken. Das ist witzig. Ich träume immer davon, dass mir jemand sein Passwort gibt und ich ihm nicht wehtun muss. Also, mein Traum ist eher ein Traum, wo ich fast einen guten Freund von mir küsse. Auf die Lippen. Oh Mann, wie grauenvoll. Meinst du meinen Bruder? Nein. Na, dann eben Jasper, weil du keine anderen Freunde hast. Unnötig. Ist leider wahr. Okay, angenommen, es wäre Jasper. Schwer vorstellbar, aber okay. Ja, und ich kann nicht schlafen, ohne davon zu träumen. Und ich fühle mich auch echt unwohl in Gegenwart von Jasper. Dann pass besser gut auf. Meine Freundin Marla hatte einen Traum, wo Dicky sie fast geküsst hätte bei Nacho Ball. Ja? Dann, eine Woche später, waren sie bei Nacho Ball und boom. Dicky hat sie wirklich geküsst. Auf die Lippen. Ach Quatsch. Leute, das ist doch nur ein Traum. Ich will kein Wort mehr von dir hören, es sei denn, es sind 8 bis 12 Zahlen mit mindestens einem Sonderzeichen. Jedenfalls. Wahre Geschichte über Marla und Dicky. Also ist ihr Traum wirklich wahr geworden? Ja. Also wenn du nicht willst, dass Jasper dich wirklich küsst, geh ihm am besten aus dem Weg. Tut mir leid, dass es so komisch mit uns war. Das lag am Traum. Ach, ist halb so wild. Ich bin froh, dass alles wieder normal ist. Und du nicht gefressen wurdest. Ja, da hast du recht. Wie wär's mit einer Wette? Okay. Wenn ich jetzt nicht treffe, küssen wir uns. Was? Ups. Kannst du mir sagen, was hier passiert? Sei still. Ich bin gerade beschäftigt. Lippen! Was? Hast du gerade Lippen gesagt? Was? Nein, was soll das Wort bedeuten? Dir hängt ein Handy im Gesicht. Hm? Oh, ja, das ist, weil ich einen Anruf erwarte. Daher habe ich's im Gesicht. Also. Wo ist nur der Fahrstuhl? Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Halte durch! Hilfe ist unterwegs! Bitte beeil dich! Ja, ja. Hätte ich nur den Alligator genommen. Was passiert da? Keine Panik, ich werde dich da rausholen. Wer bist du? Kid Danger. Oh mein Gott, ist Captain Man bei dir? Nein, ich bin allein. Oh. Jetzt sei mal nicht ganz so begeistert. Bitte mach schnell. Hol mich bitte aus diesem Fahrstuhl raus. Mir wurden gerade die Augen gelasert und ich kann kaum was sehen. Okay, hör auf zu jammern und geh mal zur Seite. Ich spring jetzt runter. Okay. Schon gut, du bist... Du? Kid Danger? Ich meine, ja, richtig, ich bin ich. Oh, gut. Also, dir wurden gerade die Augen gelasert? Aha. Siehst du diese Bewegung? Ja, ein kleines bisschen. Oh, wir sollten zusehen, dass wir hier rauskommen. Vielleicht können... Hey, ihr da, hört ihr mich? Ja. Ja, wir können Sie hören. Mein Name ist Robert Kirby, ich bin der Gebäudemanager. Wer ist denn da drin? Hier ist Kid Danger. Wirklich? Ist Captain Man bei dir? Nein. Oh. Hey, Kid Danger. Ja? Kann ich ein Zelt
70 Stockwerke weiter unten. Oh mein Gott! Ich hab dich. Nur keine Angst. Bereit, aufs Dach zu gehen? Ja, nur noch eine Sekunde. Okay, aber wir sollten nicht trödeln. Ich schätze, dieses Telefon gehört dir? Danke, das war unglaublich. Ich hab keinen Bock auf solche Idioten. Nein, ich meine, das ist die Woche schon das zweite Mal, dass du mich gerettet hast. Naja, vielleicht willst du dich ja bei mir dafür bedanken. Du willst mich echt nicht küssen? Nein. Wir haben uns schon mal geküsst. Ja, aber das war ein Fehler. Hör mal, ich bin dir dankbar, dass du mich gerettet hast. Aber? Ich mag einen anderen. Oh, aber ich bin der Sidekick von einem Superhelden. Ja, ist schon klar und du bist auch echt nett und unglaublich und so weiter, aber... Hey, ist schon klar. Danke, dass du das verstehst. Sicher. Also dieser andere, den du magst. Schätze, dass er ziemlich gut aussieht. Ja, er ist wirklich süß. Und witzig. Aha. Super schlau. Sagen wir mal schlau genug. Also, wo ist denn nun dieser angeblich super süße Typ? Oh, er ist, er sitzt da hinten, der mit der blauen Jacke. Ist gut, ich bleib hier stehen und warte. Ich will, dass du jetzt einfach darüber gehst. Dann sagst du Hi, mein Name ist Paper Hart und ich könnte mir vorstellen, dass wir zwei irgendwas Schönes... Ah! Da ist ein super widerliches Tier auf dem Regal! Oh mein Gott, ein Skorpion! Ah! Hallo Leute, jetzt beruhigt euch mal wieder, okay? Wisst ihr, ich war früher mal ein super guter Tennisspieler, ob ihr es glaubt oder nicht. Gib her. Okay, Mr. Skorpion. Nimm es nicht persönlich, aber nun folgt Spiel, Satz und Matsch! Was ist los? Jackson! Schnell! Ruf einen Krankenwagen! Du solltest dir einen besseren Schläger besorgen, Kleiner! Gut, dann ziehen wir ihn mal unter dem Regal vor. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, da war ein furchtbarer Skorpion. Ich bin der Erwachsene. Dieses schlecht befestigte Regal ist einfach umgefallen, ohne jeglichen Grund. Es gibt also überhaupt keine Beweise dafür. Aha. Eine Sekunde. Hör zu, Popper. Du bist traurig und... Es tut mir leid, dass dein Sweet Meat nicht so abgelaufen ist, wie du wolltest. Ist die Sanitäterin ungefähr so groß wie ich? Was meinen Sie? Ja? Und? Augenblick. Ich würde Ihnen gerne zeigen, was hinter der Tür ist. Ist gut. Okay. Mit mir passiert? Was? Weißt du, du hast gerade ein paar Verletzungen, aber wir sind gerufen worden und wir bekommen dich schon wieder hin. Du gehörst zur Ambulanz? Aha, ja, natürlich. Aber bist du nicht in meinem Alter? Naja, weißt du, ja, also ich bin im Junior-Ausbildungsprogramm, also... Cool. Danke. Hey, du gehst nicht zufällig auf die Swellview Junior High, oder? Doch, seit ganz kurzer Zeit. Das gibt's nicht. Auf die gehe ich ja auch.
Ich bin Piper Hart. Jackson Bartell. Hey, wir können ja vielleicht mal irgendwann abhängen. Also abhängen kann ich sehr gut. Wow. Schon komisch, wie wir uns kennenlernen, oder? Finde ich auch. Ist das nicht ein Zufall? Und in einer Beziehung. Warte, wieso ist Chloe denn nun wirklich da? Keine Ahnung. Lass es mich rausfinden. Okay, aber vergiss ja nicht die Drei-Fuß-Regel. Ich verspreche, ich halte mindestens 3 Fuß Abstand sowohl zu Chloe als auch zu anderen Mädchen, die mich mögen und die nicht du sind. Danke. Sag das nochmal! Hey, Leute. Und Chloe. Was hey, Henry. Hallo, Henry. Hey. Sowas. Wie ich gehört habe, seid du und Bianca jetzt ganz offiziell ein Paar. Woher weißt du das? Dein neuer Beziehungsstatus? Ja. Also, Chloe, wir sollten vielleicht reden. Klar. Action! Leute, könntet ihr verschwinden? Ich möchte alleine mit Chloe reden. Henry, alles cool. Entspann dich, ja? Ich hab nicht vor, dich zu beißen. Richtig. Ich weiß, es ist die Drei-Fuß-Regel. Ja. Ich bin nicht hier, weil ich wieder mit dir zusammen sein will. Oh. Hey, toll. Wieso nicht? Ich meine, wieso bist du dann hier? Okay, die Sache ist die. Ich weiß nicht, ob die noch eine Staffel von Kids in den Wäldern drehen wollen. Das müssen sie! Ich muss wissen, ob wirklich dieser Bär Kevin gefressen hat. Und ob Darlene ihren Fuß verliert. Mann, Leute! Jedenfalls habe ich eine super Idee, wie ich mehr Publicity bekommen kann. Was dann Kids in den Wäldern zu einer zweiten Staffel verhilft. Wie ist dein Plan? Ich poste eine Message für Kid Danger und frage ihn, ob er mit mir auf den Fleischball geht. Was? Und der Spaß wird immer spaßiger. Ich meine, keine Ahnung, ob er ja sagt. Stimmt, das bezweifle ich. Genau deshalb bin ich hier. Piper, bist du noch Präsidentin vom Captain Man Fan Club? Ja, von den Man Fans. Wieso? Weißt du, ich hatte gehofft, du hilfst mir vielleicht, Kid. Sorry, aber ich brauche meine Tasche und meine Jacke. Oh, natürlich. Ich, hoffe, dass ich hier bin. Nerv dich nicht. Nein, ist absolut okay. 3 Fuß. Komm schon. Bianca ist da drüben und fragt sich, wo Henry ist. Und vielleicht fängt sie schon an, mich zu hassen. Also bitte sag mir, was ich tun soll. Wenn ich all die blöden Fernsehserien richtig in Erinnerung habe. Ja. Findest du für Chloe eine Entschuldigung und verschwindest? Okay. Dann verwandelst du dich in Henry und gehst zu Bianca? Ja. Und dann wechselst du immer wieder. Bist mal Henry und mal Kid Danger und zwar für den ganzen Rest der Party. Und das funktioniert? Nein. Was? Wieso nicht? In all den blöden Serien, die ich mir reingezogen habe, hat's nie funktioniert. Okay. Dann sieh dir doch einfach mal bessere Serien an. Hey, Charlotte. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo Henry steckt? Ich warte auf ihn jetzt über eine Stunde. Oh, tut mir leid. Aber vielleicht kann Kid Danger die Schule durchsuchen und vielleicht findet er ja Henry. Ja, das tue ich. Ich guck mal, ob ich diesen Henry-Kerl für dich aufspüre. Du weißt doch gar nicht, wie er aussieht. Das ist wohl wahr. Ich werde dich begleiten. Toll, nein. Ich meine, das kannst du nicht, weil ich... Hey, Leute, was geht ab? Henry ist noch immer nicht da und Kid Danger und ich wollen ihn suchen gehen. Oh, dann komme ich besser mit, oder? Nein! Ich meine, danke schön. Lass es, hab ich gesagt. Verzeih die Verspätung. Wow, du siehst fantastisch aus. Wo bist du gewesen? Ich war, ehrlich gesagt, schon vor 2 Stunden hier, aber so ein komischer Kerl mit gestreiften Hosen und einer Maske ist auf dem Parkplatz auf mich losgegangen. Oh mein Gott, Kid Danger ist von dem Kerl auch verprügelt worden, während Chloe und ich im Schrank eingeschlossen waren. Was? Ja, Captain Man hat ihn gerade weggebracht. Und ich hab's verpasst? Ich bin nur froh, dass es dir gut geht.
Danke. Und was willst du jetzt tun? Ich gehe jetzt auf einen Ball. Mit einem wunderschönen Mädchen. Und da esse ich Fleisch. Und nachdem der Senat es ratifiziert hat, wird es erst Gesetz? Ja, und sie ist hier, um Ray zu töten. Dann muss sie sich ein bisschen mehr anstrengen, denn mein Kumpel ist gerade erst warm geworden. Ich brauche nur ein starkes Glas Wasser. Du musst mir alles erzählen. Wovon ernährt ihr euch? Basiert ihr auf Kohlenstoff? Gibt's bei euch auch den Hundebachelor? Wie ist dein Name? Ich bin Bose. Ha, das ist witzig. Wir haben eine Lautsprecherfirma, die so heißt. Ich heiße Glob und du gefällst mir. Ich fasse es nicht. Du bist genau, was ich mir immer gewünscht hatte. Jemand, der mich mag. Ich würde dich gern gribbeln. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber gribbel ruhig. Das geht ein bisschen zu schnell. Das klingt nicht so, als ob es erlaubt wäre. Oh, irgendwie ist das süß. Ja. Das fand mich auch. Wuhu! Jetzt feuerst du sie an? Das ist Liebe. Wuhu! Bei dem Wuhu-Jung fühle ich mich unwohl. Können wir an einen ruhigeren, ungestörten Ort gehen? Ich kenne einen überfüllten Suppenladen mit lauter Hip-Hop-Musik. Das gefällt meinen beiden Mägen. Möchtest du ein Weltall bezirren? Immer doch. Okay, also zwei Allhühner allkämpfen um eine Allgewürzgurke. Der gefällt mir jetzt schon. Die Kunst des schlechten Lippenlesens. Darauf antwortet der Allbauer, nehmt meine Protonen, bitte. Ich hab ihn kein Stück verstanden. Aber ich will wieder mit dir gribbeln und deshalb lache ich. Dann machen wir es, Süßer. Besorgst du mir Dihydrogenmonoxid? Naja, sowas haben wir nicht auf der Erde. Aber ich hol dir ein Wasser. Das gute alte H2O. Hast du Schmerzen? Ach, mein Rücken meldet sich bloß. Bestimmt regnet es nachher. Hört zu, ich weiß, wieso ihr mich alle töten wollt. Und zwar, weil ihr alle in Bose verknallt seid. Nein. Das ist lächerlich. Nein, nur Mika. Ich bin nicht verknallt in Bose. Haha. Ich mach mir nur Sorgen um ihn, kapiert? Bose ist gesund wie eine Gorlackschlange, die ihre Haut gefressen hat. Was? Ihm fehlt nichts. Ich bin spät dran. Ganz schön kalt hier drin. Ja, ja, da ist Zapper in meinen Mundwinkeln, aber ich wische ihn nicht weg. Glob, ich glaube, du lässt Bose sehr schnell altern. Deshalb ist seine Haut runzlig und seine Haare fallen aus. Na und? Irgendwann wirft er die runzlige Haut ab, frisst sie und wird wiedergeboren. Nee, nee, so läuft das nicht bei uns Menschen. Glob, wenn du ihn weiter so liebst, wird er sterben. Oh, alles gut, alles gut. Aber ich liebe ihn so sehr. Ich weiß, das tun wir doch alle. Einige von uns besonders. Ja, oder? Du wirst mir so fehlen. Tut mir leid, dass ich gehen muss, aber wenn ich es nicht tue, gibt es in diesem Universum bald keinen Bose mehr. Und in diesem Universum würde ich nicht leben wollen. Du wirst mir auch fehlen, Glob. Einmal Lasagne für die junge Dame. Das duftet wirklich lecker. Ja, das rieche ich, aber hallo! Und du wolltest dein Steak wirklich roh? Klar, Mann, stellen Sie es hin! Danke, den brauche ich nicht. Okay, na dann, guten Hunger. Oh ja, hier, riech mal! Hey Henry, kennst du zufällig noch den hier? Wiedersehen, Jasper! Ja, und ich werde dir jetzt eine Lektion erteilen. Willst du ihn da runterdrücken? Ja, was machst du da? Du hast mich gefleischwatscht. Ja, willst du noch mal? Henry! Alter,
Du benimmst dich komisch. Bis dann, Jasper. Ciao. Hey. Wieso sollte ich vorbeikommen? Weil ich fühle mich mies. Wegen vorhin im Sotto Voce. Och, wieso fühlst du dich mies? Nur weil du dich wie ein Tier aufgeführt hast? Und mich dann im Stich gelassen hast, als es im Restaurant gebrannt hat? Komm doch bitte einfach rein, dann können wir reden. Okay. Komm, ich helfe dir. Ich schaff das auch ohne Hilfe. Komm rein. Ja, ist ja gut. Hier, setz dich. Ich weiß, wo das Sofa ist. Gut. Also, rede mit mir. Ich war im Restaurant so durchgeknallt, weil... Ja? Weißt du, ich hab komisch reagiert. Auf meine Medizin. Diese Tabletten, die ich nehmen muss. Für die Füße. Wieso nimmst du Tabletten für deine Füße? Na, weil ich hab dieses fußige Fungal-Syndrom. FFS. FFS. Und das gibt's wirklich? Ja, aber nicht nachschlagen. Okay, und was jetzt? Oh, mir geht's wieder gut. Ich war nämlich bei Dr. Schwarzberg. Siehst du? Fühl doch mal. Keine Haare. Und hier. Glatt und geschmeidig. Sieht gut aus. Hey, dass ich unser Essen versaut habe, tut mir echt leid. Und darum will ich es wieder gut machen. Willst du mit mir Abendessen? Ja, okay. Siehst du? Jetzt bitte alle die Klappe halten. Wartet, wenn ich jetzt die Tür aufmache, dann müsst ihr alle lachen, als wenn ich was Witziges erzählt hätte, okay? Also los, witzig, witzig. Hey, Bettina. Hi, Jester. Oh, na komm rein, komm rein. Du bist ein lustiger Kerl, Jester. Das ist ja ein wunderschönes Haus. Danke. Okay. Morgen, ich wüsste gerne, wie das Haus riecht. Ich glaube nach Kaschmir und Pflaume. Ein schöner Duft. Ich wüsste gern, wo sich hier ein Keller befindet. Ja, den gibt's. Gut, ich finde den. Oh, danke schön. Damit meinte sie mich. Was ist mit der Schärpe? Hängt die so für dich richtig? Ja, so sieht's wahnsinnig schön aus. Ach, Piper, ich wünschte wirklich, ich könnte dieses Kleid live auf der Bühne sehen. Na, dann mach's doch. Wir gehen einfach zusammen hin. Jetzt fahr mal ein bisschen runter. Jasper, ich würde so gern mit dir dahin gehen. Das wäre schön. Hey, mach weiter, es läuft. Aber... das geht leider nicht. Oh Mann, das war ja wohl deutlich, oder? Nein, das darfst du nicht falsch verstehen. Nein, ich meinte, ich würde, wenn ich das Haus verlassen könnte. Aber ich kann es nicht. Ja, aber wenn du könntest? Nein, das ist leider völlig unmöglich. Ich bin gegen die Luft allergisch. Kid Danger! Oh nein. Kid Danger. Er schuldet mir noch was. Ach, wirklich? Naja, ich weiß nicht, Jasper. Ich glaube. Doch, doch, es ist wahr und er könnte dich immer beschützen. Was, vor der Allergie? Nein, Blödsinn. Nein, aber ich meine ja, aber ich wollte ja eigentlich nur damit sagen, dass er total coole Geräte hat, weißt du? Was ist das? Stimmt's? Stimmt doch. Woher soll ich das wissen? Na, weil du doch so ein super Fan von Kid Danger bist. Nee, ist doch unwichtig. Also ich kann dir garantieren, dass Kid Danger für deine Sicherheit sorgt. Kommst du dann mit mir mit? Garantieren ist das falsche Wort. Das wäre ja absolut unglaublich. Aber würde er das wirklich machen? Ja, aber natürlich. Denn er liebt mich. Liebt ist das falsche Wort. Er tut das. Ach, ich bin dir ja so dankbar. Also das wird uns ja allen ganz großen Spaß machen. Hey, Jasper, kann ich dich kurz draußen sprechen? Logisch. Cool. Also ich werde zur Kaktustagung gehen. Hey, endlich kann ich mal das Haus verlassen. Das geht nicht, du bist allergisch gegen die Luft. Ach, keine Angst, Kid Danger beschützt mich. Sei um 9 wieder hier.
Wow. Ich kann es einfach gar nicht fassen. Ich bin tatsächlich aus dem Haus gegangen. Ich finde, hier sieht es so echt aus. Ja, und vor allem bist du die verrückte Pflegerin losgeworden. Nein, ich bin da. Hi. Entschuldigung. Es stimmt ja. Ich bin verrückt. Ob sich hier im Keller befindet? Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber wenn, dann finde ich ihn. Hey. Du bist bestimmt Bettina. Schön, dich zu treffen. Unsere erste Begegnung. Schön, dich zu treffen. Alter, Bro? Dieser Anzug, der ist so mega. Ich danke dir vielmals. Ich tue alles für den Kerl. Ja. Und warum hast du Jasper was geschuldet? Was hat er für dich getan? Ja, Jasper, wieso schulde ich dir noch was? Keine Ahnung. Oh, seht mal, Ringe über einen Kaktus werfen. Gewinnst du für mich einen Preis? Okay, ich versuch's. Wow, coole Schule. Danke. Oh, Charlotte, Henry. Hätte nicht erwartet, euch zwei hier zu sehen. Wieso nicht? Wir gehen hier jeden Tag zur Schule. Und hier unten haben wir unsere Schränke. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also, darf ich euch meine Freundin vorstellen? Courtney. Hi, ist super, euch kennenzulernen. Jasper hat mir schon so viel von euch erzählt. Okay, hat er dich an der Bushaltestelle aufgegabelt? Und dir 50 Cent gezahlt, damit du so tust, als wärst du seine Freundin? 50 Cent? Guckt sie euch an! Er ist also dein Freund? Das will ich ja mal hoffen. Um ihn zu sehen, habe ich gerade stundenlang in einem Bus gesessen. Ich habe 20% von dem Ticket gezahlt. Wieso? Bist du nicht schon früher mal in 12 View gewesen? Weil ich in meinem Haus kein Gästezimmer habe. Und als Charlotte gesagt hat, Courtney kann bei ihr wohnen, habe ich sie eingeladen. Aber ich wusste nicht, dass sie echt ist. Und ob sie das ist? Willst du sie anfassen? Nein! Dann rufe ich schnell meine Mom an und sag, dass ihr beide kommt. Toll! Super! Hey, warte hier. Ich werde mal die Jungs suchen. Dann bringe ich sie her und zeig ihnen, dass du wirklich existierst. Hey, Jungs! Wow, du bist ein tolles Mädchen. Jasper hat echt Glück. Danke. Er erzählt auch nur Gutes über dich und Charlotte. Naja, Jasper ist mein bester Freund seit einer Ewigkeit und er liebt Charlotte. Ja. Wie meinst du das? Hä? Du hast gesagt, Jasper liebt Charlotte. Ja, weißt du, sie sind wie... Oh, nein, warte. Ich hab nicht gemeint, er liebt sie. Und sind hier noch mehr Mädchen, die Jasper liebt, Henry? Nein, nur Charlotte. Na toll, dann ist es wahr, er liebt sie. Nein, sie stehen sich bloß nah, weißt du, das ist wie... Oh mein Gott! Hi. Also, ich hab mit meiner Mom telefoniert. Sie sagt, kein Problem. Gut. Wieso steigst du aus dem Bett? Oh, ich wollte nur kurz ins Badezimmer. Warte. Ja? Hör zu. Ich weiß, dass Henry dir erzählt hat, Jasper liebt mich. Oh, na ja. Ja, das hat er. Okay, aber ich will, dass du das richtig verstehst. Er meinte, wir sind nur Freunde. Ich verspreche dir, ich versuche nicht, dir Jasper wegzunehmen oder sowas in der Art. Oh, vielen Dank. Dass du mir das gesagt hast, finde ich echt super. Siehst du, sie ist nicht durchgeknallt. Ihr schuldet mir beide eine Entschuldigung. Nein. Süßi macht vielleicht jetzt einen auf süß, aber ich sag dir, was sie braucht. Ganz dringend Hilfe. Sie wirkt auf mich ziemlich nett. Dann erklär mir, wieso der Deckenventilator mir fast auf den Kopf gefallen ist. Halt dich gefälligst fern von meinem Mann! Ah!
Erzieherhilfe.